Willkommen zur neuen Folge Let's Play Crash Bandicoot, der leider letzte Part des Let's Plays. Wirklich schade, aber heute kann ich endlich das erwähnen, was ich schon immer erwähnen wollte, und zwar euren Support. Danke für die ersten drei Videos, den großen Support, den ihr mir gegeben habt. Naja, ist ja nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Wenigstens ein bisschen Support habt ihr mir gegeben. Dafür danke ich euch. Danke für die ersten Abonnenten, die ich bekommen habe für meinen zweiten Kanal. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir werden auf weitere Videos auch besseren Support kriegen als den am Anfang. Hoffe ich zumindest, weil ich gebe mir wirklich viel Mühe, ein Let's Play nach dem anderen zu beenden und viele neue Projekte auf meinen Kanal zu bringen. Und wenn euer Support dabei ist, dann hilft es mir, weiter zu bestehen. Und auf das wollte ich eigentlich drauf eingehen, direkt in der letzten Folge von Crash Bandicoot, wo wir auch die letzten Level anschneiden, indem wir dieses Let's Play zu 100% abschließen. Vor allem wollte ich sagen, wie sehr mich das Spiel bis hierhin begleitet hat und wie ich das Spiel so selber empfinde. Ich habe ja auch in meinem alten Let's Play auch gefordert, dass ich zu jedem Spiel immer eine Bewertung von 100 bis 0 verfolge. Das ist allerdings eine Sache, die sehr schnell wieder verworfen wurde bei mir. Aber jetzt möchte ich es komplett durchziehen und das bei jedem Let's Play einmal sagen, wie mir das Spiel gefallen hat. Und jetzt kann ich es eigentlich schon sagen, es ist eine absolute Nostalgiebombe, dieses Spiel. Es ist absolut einer meiner ersten Spiele, also das erste Spiel, das ich jemals gespielt habe, auf der PlayStation 1, sogar meine allererste Konsole, und es hat mich bis heute begleitet. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, Soundtrack, Steuerung, Gameplay, generell alles. Ich kann es nicht wiedergeben, weil ich das alles schon in den letzten Parts erwähnt habe, aber ich kann es nur immer wieder sagen, einfach das ganze Spiel ist perfekt. Eine kleine Sache gibt es aber trotzdem noch zu kritisieren, aber ich bin ja wie gesagt großer Fan, deswegen werde ich eh nur dieses eine Sache hier erwähnen, und zwar, das Spiel ist an sich vom Level-Design eigentlich ganz gut für die damalige Zeit, aber natürlich hat es ihren Glanz natürlich verloren und ist jetzt nicht mehr so populär wie früher, weswegen dieses Spiel als, ja, kann man sagen, veraltet zählt. Ich bin natürlich großer Fan, dafür habe ich natürlich Verständnis. Ich bin auch selber nicht sauer auf mich, obwohl ich großer Fan bin. Ich hatte schon ein oder andere Marken, hat das Spiel, aber absolut so wenige. Dafür, dass das Spiel so großartig ist, wo werden diese Macken irgendwie abgedämpft, und es wird irgendwie niemals so erwähnt, muss man sagen. Weswegen ich das Spiel zu einer meiner Lieblingsspiele meiner Kindheit einstufe, weil es einfach das erste war, und natürlich fühlt man da mehr Nostalgie als bei irgendeinem anderen Spiel, weil ich habe das Spiel rauf und runter gespielt, eigentlich wie jedes andere Crash-Spiel. Ich habe das Spiel, wie gesagt, fünfmal privat gespielt zu 100%, und als Let's Play ist es natürlich klar, wie gut man da wird. Es ist natürlich nicht anders. Jetzt mit meinem 4K-LP, ich bin absolut zufrieden damit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere LPs, vor allem auf das Crash Bandicoot 2 und die anderen Crash-Teile. Ich habe auch vor kurzem, eigentlich mit Twitch angefangen, aber relativ schnell habe ich aufgehört. Weswegen ich euch ein paar Ausschnitte aus meinen alten Twitch-Streams zeige, die ich damals gemacht habe, weil ich war ja damals nicht wirklich auf Twitch aktiv, weswegen wir so viele Videos machen werden. Ich weiß nicht, wie viele, aber es sind sau viele. Wahrscheinlich Let's Plays, Reactions, Unboxings. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, weswegen ich mich auch immer hinhocke
und immer viele neue Videos produziere. Auf jeden Fall direkt das erste Level so viel erwähnt, weswegen wir auch gleich zum Gameplay switchen. Deswegen es ist einfach ein Nostalgie-Spiel, deswegen werde ich auf jeden Fall 95% des Spiels geben. Es ist wie gesagt ein absolutes Kindheitsspiel, das ich in meiner Kindheit wohl am meisten gespielt habe von allen Games. Es war ja auch mein erstes Videospiel, daher wundert es glaube ich niemanden. Habe ich ziemlich viel erzählt, muss man sagen. Jetzt kommen wir zu den letzten Leveln. Zu den sechs fehlenden Edelsteinen kommen wir jetzt nun. Und das zweite Level, das wir jetzt spielen werden, ist dieses Castle, also dieses dunkle Level, also dieses Lightout Level. So ähnlich wie das andere Level ist. Da hatte ich eigentlich keine Probleme für. Es ist halt nur die Dunkelheit, die das Level so schwierig macht. Und manche Sachen kommen einfach aus dem Nichts, wie zum Beispiel hier diese Ratten. Darauf muss man auch aufpassen. Aber gut, ist ja auch nicht so schwierig. Ich meine, man muss ja nur darauf achten, dass man nicht Akku verliert. Denn ansonsten sieht man nichts mehr und dann, ja, ist eigentlich schon vorbei. Aber darauf müssen wir auch achten. Als Kind waren die Level eigentlich ganz okay. Aber nicht so wirklich schwierig. Ich meine, es geht ja nur darum, dass wir dieses Level hier zu 100% abschließen. Und nicht einfach nur durchspielen, weil es würde einen sich nichts bringen. Jetzt habt ihr auch gerade gesehen, dass eine Spinne auch am Boden sein kann. Wenn eine Spinne am Boden ist, ist sie meistens sehr gefährlich, weil manchmal, da trifft sie einen sehr häufig. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich nicht schwierig. Nur ein paar Plattform-Elementen, aber ansonsten, ja, ist eigentlich schon ganz normal eigentlich. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und jetzt sehen wir zum allerersten Mal, wie dunkel es wird, wenn wir auf einmal keine Akku haben. So sieht das Ganze aus. Man sieht überhaupt nichts. Man sieht nicht mal Crash und die ganzen anderen Dinge, außer die Kerzen und so weiter, das ist ja klar. Und ja, das kann manchmal zum Verhängnis werden, aber wir haben das Level erfolgreich geschafft. Wir haben schon 21 Gems und 88% des Spiels geschafft. Oh, das ging aber sehr, sehr schnell, wie man sieht. Aber gut, es ist ja auch das zweite Level, das Lightout-Level. Deswegen kommen wir jetzt zu Castle Machinery. Da gibt es erstmal am Anfang ziemlich viele Leben. Juhu! Die kriegt man für den grünen Gem, also den grünen Edelstein. Jetzt fallen wir ganz weit nach unten. Ist auch so ein Level, so ein ähnliches Level wie im ersten Level der letzten Welt. Deswegen ich auch ziemlich schade bin, dass wir dieses Spiel leider schon beenden müssen, direkt beim vierten Part. Wir haben gerade mal 3 Parts gespielt und müssen schon beim vierten Part aufhören, Spiel zu spielen. Aber natürlich werde ich es privat ein paar Mal spielen. Vielleicht spielen wir ja noch die Insane Trilogy. Aber das wird wahrscheinlich so sein, weil, naja, die wollte ich ja auch in meinem Originalkanal machen. Allerdings hatte ich noch nicht die Zeit für, weswegen ich es direkt abgebrochen habe. Eigentlich hatte ich geplant, nicht nur, Let's Play, sondern auch so kleine Zusammenschnitte von alten Streams von mir habe ich geplant. Aber die werden wahrscheinlich ziemlich lange dauern, weil diese ganzen zu rendern. Ich habe zum Beispiel auch auf meinem Twitch-Kanal, glaube ich, noch Speedruns gemacht, über zum Beispiel Crash Twinsanity. Also zu den Crash-Spielen, von denen ich am meisten Nostalgie empfinde. Da ist Crash Twinsanity eines davon. Und ich kann da auch nicht widersprechen, auch wenn viele Leute diese Spiele nicht mögen. Wie gesagt, die Traveler's Tale Crash oder die Vicarious Visions
Crash-Spiele sind nicht wirklich die beliebtesten, aber Crash hatte ja auch immer noch seine Fans und die feierten auch diese Spiele. Ich natürlich feierte den 5. Teil der Crash-Reihe, das wollte ich auch noch erwähnen, weil Crash Insanity hat einfach so viel Neues versucht. Aber auch die Crash-Trilogie von Naughty Dog, die war ja eigentlich nur so eine klassische eine Plattformer-Trilogie. Und Crash to Insanity war ein komplett offenerer 3D-Plattformer. Und ja, das hat mir irgendwie am meisten gefallen. Aber bei Rayman und Spyro und so sind auch irgendwie meine Lieblings-Franchises. Nur Crash ist so eine Spielerei, die sehr individuell ist, weil bei Rayman ist es halt so, es gibt viele 3D-Jumpmans von ihm und ziemlich wenige 2D oder ziemlich gute 2D-Plattformer, sondern er hat nur von der Hauptreihe nur einen bekommen. Aber da habe ich nichts. Aber bei Crash, da ist es immer zwiegespalten. Und irgendwie jedes Crash-Spiel, das man gespielt haben muss, oder egal welches, es gab ja mehrere Crash-Spiele, fühlt es sich immer noch nach Crash an, auch wenn es eigentlich nicht nach Crash aussehen sollte. Es ist einfach so. Und es macht mir persönlich ziemlich viel Spaß. Das will ich euch erklären. Jedes Crash-Spiel ist immer noch ein Crash-Spiel. Das will ich euch nur erklären. So, ich hatte es auch noch nicht erwähnt, aber jetzt treffen wir auf Nitrus Brio. Also der Wissenschaftler, Handlanger von dem Antagonist Dr. Neo Cortex. Der ist ja eigentlich auch der Bösewicht der ersten Crash-Trilogie. In späteren Spielen ist er, glaube ich, nur eine Nebenrolle oder so weiter. Aber hier in Crash 1 ist er direkt mal der böse Typi. Aber hier im Kampf gegen Dr. Nitrus Brio läuft es eigentlich nur ganz simpel ab, kann man sagen. Wenn er diese grünen, oder sagen wir mal diese grünen Tränke da auf uns wirft, dann werden die zu Schleim und die müssen wir dann drauf springen, damit er Schaden nimmt. Jetzt ist er auf einmal so ein grüner Typi und man muss ihn dreimal auf den Kopf springen durch Hilfe dieser Steine und somit können wir ihn auch besiegen. Ging sehr, sehr fix eigentlich und auch gar nicht mal so schwierig. Aber ich glaube, dieses Level wird noch schwieriger. Wir müssen ja auch noch in diesem Level eine Team Fortress noch machen, denn das haben wir auch noch nicht zu 100% abgeschlossen. Ich glaube, nach diesem Level haben wir das Spiel eigentlich schon so gut wie abgeschlossen. Aber natürlich ist es auch wieder so ein fucking schweres Level. Denn wenn man es im Anfangsbildschirm schon gesehen hat, dass man hier einen farbigen Edelstein bekommen kann, dann weiß man, dass man dieses Level, man muss dieses Level direkt im First Try schaffen. Sonst kann man diesen Edelstein gleich begraben gehen. Weswegen wir direkt hier alles zerstören, diesen Bonus-Level hier schaffen. Es fehlen auch nicht mehr so viele Edelsteine. Ich glaube noch 4 Stück fehlen uns noch, aber die werden wir uns bald holen. Diese Bonus-Level allerdings finde ich eigentlich blöd, dass man hier eigentlich nur speichern kann, weswegen ich diese Speichersequenzen auch alle rausschneide. Rausschneide, weil die will eh niemand sehen. Und da brauche ich mega lange, weil diese Passwörter sind mir auch sehr, sehr wichtig, weil deswegen spiele ich auch manchmal Crash und speichere auch sehr oft. Aber nicht nur mit diesen Passwörtern kann man speichern, sondern kann man auch einen Cheatcode machen, damit man direkt zum Ende des Levels kommt, weswegen auch ziemlich viele Speedrunner das genutzt haben oder zumindest haben genutzt. Sie sind in diesem Spiel noch nicht gestorben. Das soll auch eigentlich so bleiben, weil ich ein absoluter Freak in diesem Spiel bin. Ein absoluter Fanboy. Und das solltet ihr eigentlich schon ab dem ersten Teil meines Original-Let's Plays oder der ganzen Crash-Trilogie eigentlich wissen.
Weil an sich habe ich ja nur Crash 1, 2 und 3 gespielt. Ich wollte eigentlich noch die anderen Crash-Teile. Dann habe ich halt Crash, also New Super Mario Bros. Gespielt. Luigi's Adventure und Super Luigi Land. Aber das waren alles gefloppte Projekte, weswegen ich sie auch direkt abgebrochen habe. Ich mache ja auch neuere Projekte wie diesen hier. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten in den Kommentaren. Wie euch dieses Let's Play gefallen hat. Es sollte eigentlich ein großer Erfolg werden, wenn es halt früher rausgekommen wäre. Also dieses Video halt. Aber naja, gut. Es ist. Ich bin zufrieden auf jeden Fall mit das, was ich jetzt schon geschaffen habe. Mit 4K, 60 FPS und guter Grafik mit vollem Bildschirm mit 60 zu 9. Absolut zufrieden damit. Vor allem habe ich auch in dem Spiel alles erwähnt, was es zu erwähnen gibt. Vor allem früher, als ich das Spiel von meiner Mutter, also von meiner Mutter bekommen habe und es damals meiner Schwester bekommen habe und sie es damals mir vererbt hat, weil sie hat ja damals auch solche PlayStation 2 Spiele gespielt. Da gab es zum Beispiel Barbie und dann gab es Crash Bandicoot, Ape, Rayman und Spyro. Die hatte, glaube ich, alle Teile davon und die konnte ich sogar alle nachholen und sogar zu Hause spielen. Dann habe ich sie absolut gesuchtet, wie ein verliebtes Schulmädchen. Was allerdings mich wundere, weil genau an dieser Stelle, wo ich es jetzt gesagt habe, haben wir Native Fortress gespielt, wenn ihr euch erinnert. Aber eigentlich sehr unrelevant. Wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses Level hier scheint auch sehr, sehr kurz zu sein. Das ist es eigentlich auch. Aber wenn man diesen Edelstein hat, den wir ja auch gerade eingesammelt haben, dann können wir dieses Level zu 100% abschließen. Deswegen wir das auch jetzt machen. Uns fehlt auch nicht mehr so viel. Weil das Level ist eigentlich schon bald beendet. Jetzt können wir kurz diesem Einbewohner aus dem Weg gehen. Ja. Musik, Soundtrack, Levels, individuelle Levels. Alles komplett nostalgisch und verdammt gut in diesem Spiel integriert. Vor allem muss man auch sagen, dass der erste Teil eine recht gute Erfahrung war, weil wenn ich diesen Teil hier nicht gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich echt schlecht in den Nachfolgern gewesen, weil der erste Teil baut ja eigentlich auf die ersten drei Crash-Spiele auf, weswegen so viele auch sehr, sehr gehypt auf das Sequel von Crash 1 waren, aber genau deswegen war das Spiel auch so beliebt. Weil es hat sich so häufig verkauft und Naughty Dog, genauso wie die anderen Crash-Teile, haben sich auch verdammt gut verkauft. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, eigentlich ist es einer der besten Jump'n'Runs aller Zeiten. Für mich persönlich ist es auch eines der besten Spiele aller Zeiten, aber Crash to Insanity ist irgendwie dahinter. Wenn wir das Let's Play geschafft haben, dann könnten wir doch einen Twinsanity Speedrun machen. Allerdings wird es etwas später erscheinen, deswegen seid lieber gespannt. Seid einfach gespannt. Jetzt sollte ich aber nicht weiter über solche Sachen reden, sondern erstmal auf das Level-Design konzentrieren. Denn ich will ja, wie gesagt, nicht sterben. Aber das Video ist eigentlich auch ein halbstündiges Video, weswegen es sehr, sehr viel Spannung aufbauen möchte. Vor allem für das Finale. Wir sind ja auch gleich da, so die letzten Level sind nicht wirklich schwierig. Wir haben es ja auch eigentlich gleich geschafft. Und jetzt bleibt auch noch nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Alles ist eigentlich perfekt, wie es eigentlich ist. Das Level geht auch sehr, sehr rund weiter und es läuft eigentlich auch sehr, sehr gut. Bin auch sehr zufrieden mit dem LP, vor allem wie gut ich mich geschlagen habe. Eigentlich war mein Original-LP genau gleich wie das hier. Ich bin auch noch nicht gestorben. Ich hatte alle Kisten und vielleicht ein paar Fails hatte ich auch. Ich weiß nicht. Also es ist so lang her. Also 3 Monate, also 4 Monate wahrscheinlich jetzt schon. Aber ich kann mich auch einfach nicht darauf einigen. Ich kann mich irgendwie nicht mehr so gut daran erinnern.
So Leute, die letzten zwei Level stehen nur noch an. Und das bedeutet, dass wir jetzt die erste Welt komplett abgeschlossen haben. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die zweite Welt an. Und ja, sie ist auch komplett. Jetzt fehlen uns nur noch die letzten Level des Spiels. Und zwar jetzt kommen wir zu Lightout. Weil die erste Welt und die zweite Welt haben wir zu 100% abgeschlossen. Und darum habe ich nochmal den Check gemacht, dass wir überall die Edelsteine haben. Jetzt fehlen uns nur noch in Lightout noch die letzten, also der letzte Edelstein. Ich glaube, so lang geht das Level eigentlich auch nicht. Es gibt ja nur eine Plattform, die uns direkt zum Ziel führt, wo wir gleichzeitig auch ein Porträt und im Hintergrund noch viele Easter Eggs finden. Und dann fehlt uns nur noch, glaube ich, fehlt uns eigentlich nur noch Boulder Dash. Denn das ist das letzte Level, was uns noch fehlt. Ist eigentlich auch ein echt schweres Level, aber am Ende des Levels haben wir auch schon die Silhouette von dem lila Edelstein bekommen. Aber ja, eigentlich weiß ich ja wo und wie man da dran kommt. Ich bin da auch öfters manchmal gestorben. Dafür schäme ich mich allerdings nicht, weil bei Boulder Dash ist irgendwie das schwerste Level des Spiels für mich. Aber jetzt sind wir eh schon am Ende dieses Levels. Jetzt folgt nur noch Boulder Dash und dann haben wir es eh schon alles geschafft. Also wir haben Welt 2 noch nicht ganz durch. Aber das wird jetzt noch kommen, denn jetzt sammeln wir den letzten, den vorletzten Edelstein ein, bis wir die 100% des Spiels haben. Wir haben ja auch alle Edelsteine des Spiels, alle farbigen Edelsteine des Spiels gesammelt. Jetzt haben wir auch den lilanen. Und den können wir in Boulder Dash gebrauchen. Damit haben wir auch das letzte Level vor uns. Eigentlich folgt nur noch Boulder Dash und dann der Endbosskampf gegen Dr. Cortex. Zuvor müssen wir allerdings noch dieses Level hier überstehen. Scheint wohl kein einfacher Level zu sein. Aber mal sehen. Jetzt müssen wir es erstmal hier in einem Indiana Jones Level, ich sag's immer wieder, überleben und es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt gerade. Das ist erstmal die Aufwärmrunde und dann geht es schon ziemlich einfach und direkt bei dem Checkpoint, bei den TNT-Kisten, geht's richtig ab. Das weiß ich auf jeden Fall. Weil da bin ich so häufig gestorben und ich verstehe es auch nicht. Ich mache auch nichts falsch. Ich renne einfach die Route, die ich rennen muss. Aber manchmal werde ich einfach random getötet, wenn ich diese Route nehme und direkt weiterlaufe und trotzdem zerquetscht werde. Es liegt halt an die Geschwindigkeit und wie mein Run halt ist, weil hier jetzt ist die TNT-Kiste da und jetzt geht's so richtig ab. Weil jetzt müssen wir direkt das Level schaffen. Jetzt müssen wir auch jetzt gut die Route nehmen, weil manchmal... Aber ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt überholt mich zwar der große Stein ein bisschen. Müssen wir ein bisschen schneller reagieren. Ein bisschen schneller, schneller, schneller. Das ist hier kein Kindergeburtstag hier. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir das Ziel erreicht. Jetzt nur noch diese Passage mit dem Kreisplattformen. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Eigentlich war es geschenkt. Hier ist noch die Plattform, die bringt uns zu einer geheimen Area, weil die haben wir noch nicht bemerkt. Da sehen wir zum Beispiel Gegner aus dem zweiten Teil, und zwar diese großen Piranha-Pflanzen. Zum Beispiel hier, die greifen halt immer so zufällig an, zum Beispiel hier, die sind echt groß, die gehören eigentlich in Crash 2, kommen aber hier in Crash 1 schon vor. Eine Anspielung an den zweiten Teil. Und da haben wir sogar ein Bild von Neocortex und Embryo. Und damit haben wir die 100% des Crash 1 LP. Juhu, ich freue mich. Nun haben wir den letzten Edelstein. Damit haben wir das Spiel
zu 100% abgeschlossen. So, jetzt fehlt nur noch eins. Den großen Showdown gegen Dr. Neo Cortex. Hier ist allerdings noch ein Nebenraum für die 100%, aber das später. Jetzt erstmal zum Finale. Dr. Neo Cortex. Let's go. Da ist er. Und im Hintergrund brennt einfach mal seine gesamte Festung einfach ab. Das ist so brutal. Und jetzt kämpfen wir auf seinem Zeppelin und bekämpfen ihn dadurch, indem wir seine Laserkugeln einfach durch die Gegend schmeißen, halt durch die Gegend schleudern, indem wir ihn zurückschleudern. Das ist absolut ein genialer Kampf. Und erinnert irgendwie an The Legend of Zelda gegen Ganondorf, wenn ihr das noch kennt. Das ist gar kein Kampf. Das ist überhaupt kein Kampf, der leicht ist. Vor allem, wenn man mit einem Leben kämpft. Das ist manchmal ein sehr schwieriger Boss. Und als Kind hatte ich auch meine Probleme damit. Aber eigentlich ist der Kampf schon geschenkt. Wir haben ihn schon geschafft. Und so beginnt der zweite Teil, denn jetzt fällt Dr. Cortex ganz weit nach unten und wir haben unsere geliebte Torna gerettet. Jetzt fliegen wir ganz behutsam mit den Zeppelin zurück zur Wumpa-Insel. Zumindest gleich. Da fliegen sie zurück und es folgt ein sehr schöner Sonnenaufgang. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke an alle, die mein Let's Play angeschaut haben. Danke an die Abonnenten, die mich abonniert haben. Also die ersten Abonnenten, die mich abonniert haben für mein erstes Projekt. Danke an alle. Danke, dass ihr meine Videos geliked habt. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an alle für diesen kleinen Support, den ihr mir gegeben habt. Der ist zwar nicht ganz ausreichend, aber besser als nichts und danke dafür. Mir hat das Let's Play super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten auf der Kommentarliste. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, vor allem das alte Crash Bandicoot 1 zu spielen, vor allem in neuer Qualität zu spielen. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit meinem LP. Werde ich natürlich nicht verbessern. Das war das letzte Mal, dass wir hier im LP das Spiel gespielt haben. Jetzt folgen nur noch die Credits. Und für die Leute, die zum Beispiel den Soundtrack, die Musik, das Leveldesign und das ganz andere Zeug oder wer halt da mitgearbeitet hat, großes Lob auf jeden Fall an Naughty Dog, dass sie dieses Spiel gepublished haben. Vor allem für das komplette Spiel. Sie haben ein so großartiges Spiel für mich als Kind sehr geschaffen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Spiel damals gespielt habe. Aber wie gesagt, das ist ja noch nicht das Ende. Jetzt folgt nur noch The Great Hall. Und hier kann man sehen, dass wir all unsere Gems hier ausgeben können. Hier benutzen wir all unsere Gems und haben somit Crash 1 erfolgreich zu 100% durchgespielt. Ich bin absolut zufrieden damit und jetzt folgt nur noch das 100% Ende und zwar, dass wir mit Torna, mit einem Vogel zurück zur Wumpa-Insel fliegen, weil das ist eigentlich nur das Ende sollte nur symbolisieren, ja, wir waren mega erfolgreich, wir haben Torna in Sicherheit gebracht, nun haben wir das Spiel komplett durchgespielt und jetzt folgt nur noch das 100% Ende von Crash Bandicoot 1. Jetzt bekommen wir nochmal eine komplette Story über die ganzen Einwohner, beziehungsweise über die ganzen Bosse, sogar von Dr. Cortex, aber die sind leider alle nur auf Englisch. Die kann ich leider nicht übersetzen, weil sie zu schnell weggehen, aber trotzdem ist es absolut schön, nochmal zu sehen, dass jeder einzelne
Boss in dem Spiel eine eigene Hintergrundstory hat. Sehr, sehr gut gelungen. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Naughty Dog. Wie gesagt, ich bin ein riesen Naughty Dog Fan. Ich freue mich auf Crash 2 LP. Wie gesagt, ich möchte mich hier sehr kurz halten. Meine Bewertung dazu ist eigentlich nur 95%. Das Spiel hat alles perfekt gemacht, bis auf die Sache vom Level-Design und so weiter, dass das Spiel vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Aber eigentlich ist das Spiel relativ lange. Es geht eine Stunde und es geht einfach 2 Stunden, das Spiel. Das ist absolut ausreichend. Und ja, das ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsspiele of all time, muss man sagen. Und auf jeden Fall, das Spiel hat absolut es geschafft, ein Kind wie mich sehr nostalgisch zu machen. Und ich hoffe, euch hat dieses Play gefallen. Ich hoffe, hat euch mein Gameplay gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt auch mein ganzes Gameplay. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich werde es nicht nochmal spielen. Also im LP, das habe ich ja schon die ganze Zeit erwähnt. Aber diesmal möchte ich es ausführlich erklären, dass das Spiel absolut genial ist. Es war mein erstes Spiel, das ich gespielt habe. Es ist einfach eine Nostalgiebombe. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein tolles Game. Auf jeden Fall freue ich mich auf weiteres. Wir sind hier mit Crash Bandicoot 1 durch. Damit haben wir das Spiel beendet. Und es folgt nur noch mein Fazit. Die Credits jetzt hier. Oder der Abspann. Auf jeden Fall hat mir das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ihr könnt ja, wie gesagt, mich abonnieren, Glocke aktivieren und ja, das Video favorisieren und wie gesagt, eine Bewertung dazu beilegen. Wir sind hier mit Crash Bandicoot 1 durch. Aber ja, es ist einfach ein grandioses Spiel und es wird immer für mich immer ein Spiel sein, das ich immer in Erinnerung habe. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.